Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lufia. Liebe Leute, nachdem die letzte Folge so sehr unbarmherzig ausgegangen ist für mich, muss ich erstmal zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt zu faul war. Ja, wobei faul ist nicht der richtige Begriff. Ich bin zeitlich etwas in Bedrängnis und habe mich deshalb dagegen entschieden, jetzt nochmal zurückzugehen und zu übernachten. Aber ich hatte das auch irgendwie dramatischer in Erinnerung, wie es um meine MP und meine Gesundheit bestellt ist. Insofern ist das vielleicht auch gar nicht so problematisch. Ich habe jetzt ein paar Tage pausiert und was mich gerade noch viel trauriger stimmt, ist, dass ich jetzt auch nur für sage und schreibe eine Folge Zeit habe. Jawohl, das heißt, ich werde heute keine große, schöne Aufnahmesession machen können, sondern werde mich heute nur mit einer Folge begnügen können und ja, das stimmt mich ein bisschen traurig. Aber was willst du machen? Gucken wir, dass wir das Beste draus machen und am Ende hoffentlich etwas weiterkommen, als wir beim letzten Mal gekommen sind. Wir erinnern uns zurück. Ich hatte große Probleme mit dem letzten Gegner, der mich auf halber Strecke nochmal fast umgemurkst hätte. Es kann im Grunde genommen nur besser laufen. Es läuft allein schon dann besser, wenn sich dieses Dilemma einfach nicht nochmal wiederholt. So, und wie das jedes Mal so ist, wenn ich nicht am Stück aufzeichne, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wogegen die empfindlich sind. Deswegen starten wir mit dem obligatorischen Donner. Der Zauber, der mir in den letzten Parts immer wieder gute Dienste erwiesen hat. Ich glaube, Atea war hier mit ihrem Abaddon-Zauber, den wir ja jetzt neu im Sortiment haben, auch gar nicht so verkehrt unterwegs, aber wir haben ja auch keine MP zu verschenken und solange sie keinen Sog beherrscht, werde ich mich mit ihr mal ein bisschen zurückhalten und hoffen, dass Selan hier regeln wird mit ihren Zaubern und ja, dass der Rest dann auch irgendwie funktionieren wird. Blubber haben wir, glaube ich, letzte Folge auch schon gesehen, kann auch die vorletzte gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie lange Heinz jetzt schon bei uns im Team ist, aber er hat zuletzt, glaube ich, einen ganz ordentlichen Job gemacht. Ich guck mal eben kurz, der ist auf Level 3. Ach nee, Futter brauche ich ja gar nicht checken. Futter ist ja bei ihm irrelevant, denn er hat sein Maximum schon erreicht. Und der eigentliche Endgegner in der heutigen Folge wird dieser Raum jetzt hier wieder sein. Also der mit diesem Musikrätsel oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ach nee, die Tür ist noch offen. Okay, bloß nicht auf irgendeinen Schalter treten und alles wieder kaputt machen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht zurückgegangen bin, weil dann sind diese Singsang-Tanten hier nicht mehr und können mir nicht nochmal die Party hier vermiesen. Und guck mal, das hat gar nicht so lange gedauert. Wir haben neues Terrain für uns ergründet und die wichtigste Erkenntnis jetzt für diese Folge sollte, glaube ich, tatsächlich sein, dass ich, sobald ich diesen Sirenengegner vor der Nase habe, mich ganz, ganz vorsichtig bewege. Das ist nämlich das, was häufiger schon passiert ist in diesem Let's Play, dass ich gegen Ende eines Parts oder wenn ich anfange, mich in irgendeinem Dungeon sicher zu fühlen, dass ich ein bisschen nachlässig werde, wenn es darum geht, mich in Räumen zu bewegen, wo Gegner auch unterwegs sind. Sollte ab sofort nicht das Thema sein, denn jetzt betreten wir neue Räume, das heißt, da werde ich dann auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen vorsichtiger sein, sondern ich werde auch alle Gegner töten. Problem beim letzten Mal war ja, dass ich nochmal zurück musste, weil ich ja alles wieder resettet hatte durch den Ursprungszauber. Und ja, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, denn ihr werdet höchstwahrscheinlich die letzte Folge auch gesehen haben. Brauche ich euch also so nicht zu erklären. Sehr gut, okay, das hebt auf jeden Fall jetzt meine Laune. Da haben wir nämlich besagten Kackgegner. Also das bringt mein Hate echt in eine, auf eine ganz neue Stufe. Das war gerade riskant, nach unten zu laufen. Ich hatte jetzt gehofft, dass sie sich nicht im letzten Moment umdreht. Ich weiß nicht, ob die zu den Gegnern gehören, die das auch können. Ich glaube, ich werde hier Abaddon einsetzen. Also immer bei den Gegnern. Das ist ab jetzt mein neues Paradigma, was ich mir auferlege. Ich kann nur erfolgreich in diesem Dungeon sein, wenn ich Abaddon bei meinen Hassgegnern einsetze. Jawohl. Wir können ja wieder darauf spekulieren, dass wir eine Bodenplatte mit MP-Befüllung kriegen. Ansonsten glaube ich nicht, dass an ihrem MP-Mangel, dass wir da deswegen an einem möglichen Boss hier scheitern könnten.
So optimistisch bin ich jetzt einfach mal. Und ja, Guy hätte ich aber vielleicht mal heilen sollen. Das wäre nicht die allerschlechteste Idee gewesen. Selan hat sich relativ schnell wieder erholt. Okay. Den Rest sollten wir dann auch hinkriegen. Jawohl. Ja, mit Abaddon ist alles relativ easy. Eigentlich auch ohne Abaddon. Das Ding ist nur, wenn die einmal einen Überraschungsangriff haben. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, ne, zu was das am Ende führt. Und das ist definitiv nicht wiederholenswert. Im Sinne meiner Zeit, im Sinne eurer Zeit, im Sinne des Fortschritts ist das definitiv nicht. Oh, neuer Gegner. Vincent. Hey, Vincent, wo hast du denn deinen Kopf gelassen? Einfach mal zu Hause vergessen oder hattest du nie einen? Ich weiß es nicht. So, wogegen waren die denn nochmal empfindlich? Ich gehe jetzt mal intuitiv auf den rechten Gegner mit allen. Außer mit Selan natürlich, die weiter die ganze Gruppe ärgern darf. Ich habe ja bei den Rechten immer noch diese Panik vor den Gruppenattacken, oder vor den Flächenattacken, die ich denen immer wieder zuschreibe, auch wenn wir das bei diesen Viechern hier, glaube ich, in diesem Dungeon noch nicht gesehen haben letztes Mal. Weil ich mich ja immer panikartig auf die stürze. Aber ich glaube, das ist nicht die allerschlechteste Idee. Insofern. Und Vincent kommt gar nicht mal zum Zuge. Aber wenigstens muss er sich darüber seinen Kopf nicht zerbrechen, denn er hat ja keinen, ne? Brauchen wir also kein schlechtes Gewissen haben. So, was ist das jetzt hier schon wieder? Das wird am Ende höchstwahrscheinlich eine Shortcut-Funktion haben. Da haben wir den nochmal. Ja, ich sehe schon, ihr wollt an meine MP, ne? Ah, jawoll. Na gut, dann werden... Warte mal, wenn wir einen Kampfvorteil haben, dann kann ich, glaube ich, auch so mutig sein und auf den Abaddon-Einsatz verzichten. Ich meine, Atea hat inzwischen ja relativ gut MP auch angesammelt, aber ich weiß auch nicht, wie lange dieser Dungeon hier geht, deswegen Safety First und so. Vertragen aber trotzdem eine Menge. Ich bin aber froh, dass Atea so viel Damage austeilt. Oh, Maxim, warum ausgerechnet ihn? Alle anderen wären ein besseres Ziel gewesen. Ich hoffe jetzt, dass wir vor denen noch angreifen. Selan tut's auf jeden Fall. Atea auch. Ist die weg? Jawohl. Das ist gut. So habe ich mir das gewünscht und vorgestellt. Und jawohl, wir sind ohne Kratzer hier rausgegangen. Das darf gerne so weitergehen. Oh. Okay, das war scheinbar ein Fehler. Hä? Was war das denn? Die sind doch normalerweise nicht so schnell. Okay, ah, dieser Dungeon, der irritiert mich. Ah, guck mal, da ist er. Da ist der Angriff. Ich habe mir nichts eingebildet. Es gibt ihn wirklich. Jetzt kann das keiner mehr als Mythos abtun. Die haben Ekelangriffe und die werden mich jetzt hier vielleicht Kopf und Kragen kosten. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Warte mal, ich muss jetzt hier mal ein bisschen paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir lassen jetzt mal beide Mädels zaubern und die Jungs einfach mal angreifen. Vielleicht hätte ich jetzt auch einen Bomber raushauen können. Ich glaube, Guy hatte zumindest die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob die Zornpunkte ausreichen, aber jetzt ist auch egal. Muss ich jetzt alle vier besiegen? Ich verstehe diesen Raum noch nicht so ganz. Vielleicht war das eine Falle, diese Sirenenviecher am Anfang zu bekämpfen. Ich glaube, die Tür hat sich danach dann auch geschlossen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, wow. Auf jeden Fall ist das gerade höchst dramatisch, was hier passiert. Ja, bla. Steck dir deine Schäfchen sonst wohin. Am besten in diesem komischen Eingang, den du da hast, was auch immer das darstellen soll. Das könnte eng werden. Wenn jetzt hier nicht gleich ein Wunder passiert, Maxim. Ah, okay. Also rein gegnerseitig. Könnte das mein neuer Hass-Dungeon werden? So mal ganz offen und ehrlich gesprochen. Ich werde jetzt hier einmal leider heilen müssen. Auch wenn ich jetzt gerne eine offensive Variante bevorzugt hätte. Aber wenn wir hier am Ende verrecken, dann ist uns damit auch nicht geholfen. Selan müsste langsam auch mit Sog mal wieder gucken, dass sie sich ein bisschen aufgepäppelt kriegt. Oh. Also wenn das jetzt der einzige Gegner wäre, der gespawnt wäre, hätte ich noch gesagt, ist okay, Augen zu und durch, aber da warten noch drei weitere. Und das ist das, was mir gerade ein bisschen Angst macht. So, warte mal, ich hoffe, dass ein Donner jetzt sein Übriges tun wird. Der linke ist schon angeditscht und der mittlere jetzt von den dreien. Sogar doppelt, weil Selan ja schon mal, genau, schon mal Donner gezaubert hat.
Okay, also das war jetzt gerade kurios. Das war jetzt, finde ich, auch nicht mein Fehler, weil die laufen normalerweise nicht so schnell, wie sie das gerade eben getan haben. Ich habe ein bisschen Angst. So, warte. Die können also immer zwei Schritte machen. Das ist gefährlich. Also ich versuche jetzt gar nicht erst die Hinterrücks zu erwischen, sondern bekämpft die einfach so, dass die mich nicht erwischen. Ich glaube, so sollte das funktionieren. So, ich werde jetzt beim nächsten Mal, also wenn die jetzt in der ersten Runde nicht verrecken, beim zweiten Mal Sog versuchen. Keine Ahnung, ob ich das beim letzten Mal auch schon vertestet hatte. Hauptsache in der ersten Runde fällt erstmal einer. Wenn jetzt beide sterben, bin ich auch nicht traurig. Könnte knapp werden. Ah, na okay, wenn der jetzt hier natürlich seine stärksten Angriffe auspackt, dann hat es sich erstmal ausgesogt. Oder ausgesogen in diesem Fall. Aber ich glaube, wir sind damit mit ihm auch durch. Es sei denn, ich roll das Feld jetzt von links auf und halte an Heinz erstmal fest. Was ich... Oh, nee. Also, nee, wir bleiben bei Heinz. Sonst müsste ich ja jetzt zu Georg rüberschwenken und das gebe ich mir nicht. Nee, nee, nee. Wir bleiben mal schön bei Heinz. Oh Gott. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen mit Sog arbeiten. Das wird aber nicht funktionieren, wenn ich hier mit Zaubern unterstützen muss. Oh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber das macht diesen Dungeon auch interessant. Ich habe ja an der einen oder anderen Stelle auch, also jetzt nicht beklagt, aber wir sind ja bisher immer ganz gut durchgekommen und hatten nie wirkliche Schwierigkeiten. Lass mich kurz überlegen. Hatten wir Schwierigkeiten? Ich kann mich zumindest an keinen Ort erinnern. Ja, mit dem einen oder anderen Rätsel, aber nicht mit dem Kampfaspekt. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. So, meine große Hoffnung ist jetzt, dass ich mit so... Okay, ja, wüte mal. Ist mir lieber, als wenn du jetzt die ganze Truppe hier in Beschlag nimmst. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, mit Sog was zu reißen. Ich versuche, mich an der Aquahydra zu bedienen. Hoffentlich war das kein Fehler. Kann nämlich auch sein, dass Vincent am Ende derjenige ist, der den Jackpot markiert. Aber mit 100 MP kann ich ganz gut leben. Ich werde mal gucken, ob ich beim nächsten Kampf Vincent eher in Beschlag nehmen kann. Vielleicht kommt da nämlich mehr bei rum. Also 100 ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich habe von Gegnern schon deutlich mehr als 100 MP abgezwackt. Nicht in diesem Dungeon, aber vorher schon. Deswegen, wer weiß. Aber die hinterlassen auf jeden Fall mehr als ordentlich Erfahrungspunkte. Das ist schon mal viel wert. So, einer noch. Ich hoffe, dass ich dann nicht nochmal alles wiederholen muss. So, wir werden am Anfang jetzt wieder an Donner festhalten. Richtig problematisch wird es, wenn ich jetzt einen Zug dafür opfere, Vincent MP abzunehmen. Und es stellt sich heraus, dass das bei Vincent auf ein Watz hinausläuft. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Ich meine, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was an Reserve. Ja gut, der Maxim natürlich den armen Vincent erstmal wegschnetzelt. Habe ich gerade arm gesagt? Hallo? Was ist los mit mir? Warum habe ich Mitleid mit diesem Gegner, der mir so viel Kummer bereitet? Und warum zur Hölle wird immer Maxim von diesen Zustandsveränderungen beeinträchtigt? Okay, also ich glaube, spätestens jetzt brauche ich nicht mehr zu erklären, warum wir Angst haben sollten vor diesem Gegner, oder? Der hat das, glaube ich, gerade mehr als eindrucksvoll demonstriert. Prost. Keine gute Idee. Aber wenigstens sind wir nicht mit null rausgegangen. Wie viele Donner kann ich mir davon finanzieren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist gut, dass Heinz die ganze Zeit mitmacht. Achso, die Tür ist nicht versperrt. Alles klar. Kann es sein, dass wenn man die Tante am Anfang nicht gekillt hätte, dass man sich diesen ganzen Kampfkram hier hätte gar nicht geben müssen? Naja, ist ja auch egal. Ging ja nochmal gut aus. Und ein bisschen Erfahrung konnten wir auch sammeln. Ist vielleicht ganz gut, dass es so gelaufen ist. So, mein Freund. Kriegen wir hier einen Kampfvorteil? Nein, den bekommen wir nicht. Das finde ich nicht nett. Ich glaube, die Kämpfe gegen diese Herrschaften kann ich ab sofort rausschneiden, ohne dass jemand weint und die vermissen wird. Weil die sind eigentlich noch mit die entspanntesten Gegner hier, finde ich. Weil die nie mehr als zu zweit auftauchen und ich glaube auch keinen richtig krassen Angriff haben. Es sei denn, ich habe den nur noch nicht kennengelernt. Ich will natürlich nichts ausschließen, aber bisher geht das voll klar. Sorry fürs Aufstoßen, aber ich trinke wieder ein kohlensäurehaltiges Getränk. Passiert manchmal.
Ach so, so geht das auch. Okay. Dann verstehe ich, was das Spiel will. Glaube ich zumindest. Moment. Uch, ach so, nee. Hä? Okay, warte mal. Einmal so. Da muss ja ganz genau hingucken hier, damit es nicht im Desaster endet. Moment. Warte, da kann ich mich nicht ranziehen. Ich kann allerhöchstens... Nee, warte mal, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich komm doch. Ach ja, okay. Jetzt verstehe ich. Ich verstehe meinen Fehler. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ich dachte, du musst dieses Teil jetzt unbedingt nutzen, um... na, sag schon, um dich darüber zu ziehen, aber nix da. So einfach ist das am Ende nicht immer so. Das heißt, wir laufen einmal hier hin, machen den und dann kommen wir auch weiter. Und der Rückweg, ja, ist dann nicht mehr allzu problematisch, aber ich wüsste auch nicht, warum wir jetzt zurück sollen. Deswegen alles gut. Ja, ich mag diese Turm-Dungeons irgendwie. Ich finde, die sind schick. Ich mag die Musik. Ich mag in den meisten Fällen auch die Rätsel. Die Gegner eigentlich auch, ne? Das ist, ja, immer ganz spannend. Auf jeden Fall sind die immer für eine Überraschung gut und machen irgendwie Laune. So, ich bin gerade überrascht, dass ich hier überall hinkomme. Wir arbeiten uns aber erstmal von unten nach oben durch. Da gibt es aktuell scheinbar noch keinen Weg hin. So, da hätte ich jetzt gerne einen Überraschungsangriff, wenn es möglich ist. War es natürlich nicht, aber ist nicht weiter schlimm. Ich habe nämlich gute Neuigkeiten aus diesem Kampf, denn ich habe mit Sog 183 MP bekommen. Keine Ahnung, warum ausgerechnet von diesen Gegnern. Ich finde, das sind noch die, die am wenigsten magisch anmuten. Es ist für mich einfach mega undurchsichtig, wie da, also nach welchem Prinzip das hier funktioniert. So, du kleine dreckige Schnepfe, darf ich das sagen oder ist das schon zu hart für YouTube? Ich weiß es nicht, aber das, jawohl, Gott sei Dank, ein Überraschungsangriff. So macht das Spaß. Vor allen Dingen, wenn wir wieder voll geballert sind mit MP. Ich bleibe jetzt mal wieder dabei, dass ich Atea nicht zaubern lasse. Die sind halt so unberechenbar. Es gibt Gegner, da kommst du immer relativ safe durch, aber bei denen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schwer einzuschätzen. Oder ich bin einfach nur total geprägt und traumatisiert von der letzten Folge und wie die ausgegangen ist. Vielleicht ist das am Ende gar nicht so kompliziert. Ich weiß es nicht. Aber wenn eines feststeht, dann, dass wir aus diesem ganzen Dungeon hier super gelevelt rausgehen. Denn so nervig diese Kämpfe hier auch sind, sie... Obwohl, nee, die sind gar nicht so rentabel. Diese Kämpfe gegen die Vincent oder wie die hießen. Nee, also die hießen so, aber... noch irgendeinen Kampf, wo wir gerade mehrfach hintereinander 15.000 oder so bekommen haben. Der war es auch nicht. Aber komm, alles, was fünfstellig ist, ist okay. Vor allen Dingen, wenn ich zuerst... Oh, da ist irgendwas Neues. Vor allen Dingen, wenn ich den ersten Schlag habe, dann geht das auch relativ zügig. Also kostet nicht mal viel Zeit. Insofern alles gern gesehen. Solange ich keinen Überraschungsangriff kassiere. Oh, das waren die Mistviecher, die dreimal angreifen, ne? Stellt euch mal vor, die hätten jetzt so einen Flächenangriff, den sie dreimal bringen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht sehen, oder? Sei denn, ihr wollt mich verzweifeln sehen. Ach Mist, ich glaube, den einen oder anderen gibt es sogar unter euch, der das gerne hat, ne? Aber ich versuche es trotzdem tunlichst zu vermeiden. So, da ist er, der Neue, der Zyklop. Man könnte eigentlich überlegen... Nee, warte mal. Ich werde mal in der ersten Begegnung versuchen, mit normalen Angriffen erstmal auszutesten, wie viel die vertragen. Ich glaube nämlich, die sind krass drauf. Ich weiß nicht, bei Zyklopen muss ich auch direkt immer an Dragon Quest denken, weil die dort ordentlich was aushalten und auch ordentlich austeilen und eher auch zu den stärkeren Gegnern gehören. Wobei das wahrscheinlich in jedem Spiel der Fall ist, ne? Wo sind denn Zyklopen? Bitte schwache Gegner. Aber guck mal, ich schaffe es in einer Runde nicht, die zu finishen. Ich werde jetzt hier aber auch auf den Einsatz von Zornattacken verzichten. Sind die vielleicht gegen irgendwas anderes empfindlich? Ich probiere mich mal jetzt hier ein bisschen durch. Weil Donner jetzt für mich auch nicht so den Überschaden gemacht hat, muss ich sagen. Aber immer...
ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. War das jetzt mehr oder weniger als bei Phoenix? Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen deutlicher wird. Okay, also die halten einiges aus. Ich werde beim nächsten Mal, wenn die auftauchen, mal mit Maxim versuchen, seine Zornattacke einzusetzen. Diesen Götterschlag oder wie das heißt. Kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Ach, guck mal, hier hätte ich jetzt Sog mal ausprobieren können. Die sehen für mich zwar eher wie so, ja, so physische Gegner aus und weniger magisch, aber das hat ja nichts zu heißen in dem Spiel, wie wir schon mehrfach festgestellt haben. So, warte mal, Stärke einmal noch auf Atea und einmal auf ihn, weil es ein bisschen Verschwendung, aber ist egal. Es sind ja nur Maxims MP. Das klingt jetzt so disrespectful, ne? Aber die sind bei ihm halt nicht wichtig. Ich wette, er würde mir zustimmen, wenn wir uns mal unter vier Augen unterhalten würden. So, irgendwie vermisse ich die Feuerpfeile. Habe ich jetzt hier gar keinen anderen Weg mehr? Nö, dann lassen wir uns mal runterplumpsen. Sei denn, es gab irgendwelche geheimen Wege durch die Gänge oder so, aber ich hoffe einfach mal nicht. Die sind ätzend. Ich finde die... Oh, ich habe eine Sonnenfrucht bekommen, okay. Keine Ahnung, ob ich die nicht vielleicht sogar schon habe, aber ich glaube, das dürfen die nicht allzu häufig droppen, denn wir haben die schon oft bekämpft und ich glaube, noch nie sowas erhalten von denen. Okay, ja, kann ich gut mitleben. Nee, die Nerven, ich finde, die sehen super cool aus, aber die, weiß ich nicht, die Kämpfe ziehen sich halt immer, weil die so oft angreifen und ach, ihr wisst das ja selber. So, aber über die freue ich mich am allermeisten, weil bei denen werde ich gleich wieder ein bisschen MP abzwacken. Dürften auf jeden Fall meine neuen Lieblingsgegner sein. Die sind so entspannt irgendwie. Egal, ob Kampfvorteil hin oder her, alles irrelevant. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass die mir gut tun, diese Gegner, nach all dem Leid, das ich erfahren musste in der letzten Folge. Ja, das wird eine Weile dauern, bis ich diese Runde schließe. Wo bin ich denn überhaupt jetzt? Ich bin eine Etage nach unten gefallen, ne? Ich werde wahrscheinlich gleich an der Stelle rauskommen, wo ich mich mit dem Haken, mit dem Enterhaken rüberziehen konnte, schätze ich mal, wo ich gerade schon irgendwas von Shortcut gefaselt hatte. Und sobald wir den Punkt erreicht haben, mache ich... Ah, guck mal, da ist noch eine Sonnenfrucht. Sehr schön. Bald können wir unseren eigenen Marktstand aufmachen. So als Obst- und Gemüsehändler. So am besten neben Tias Laden direkt oder so. Freut sie sich, wenn wir zurückkommen und einen neuen Karriereweg hier einschlagen. Und einmal... Obwohl, nee, warte, eigentlich könnte auch Seela ein bisschen was gebrauchen. Ja, das war schon wieder dumm gemanagt, aber egal. Das Weiheschwert. Hätten wir das nicht eher im Weihetempel mitnehmen müssen, sollen, können? Ich weiß nicht, wer kann das denn tragen? Was? Moment, ein Schwert mit spezieller göttlicher Kraft. Dreimal stärker als die normale Attacke. Oh, das sieht doch ganz gut aus eigentlich und auch uneigentlich. Das ist jetzt aber keine verfluchte Waffe, oder? Nö, da färbt sich nichts rot. Also warum sollte auch ein Weiheschwert verflucht sein? Aber Namen sind nur Schall und Rauch. Was sagt uns das schon? So, ja, genau. Guck mal, ey, da hab ich mal wieder Kombinatorik vom Feinsten bewiesen hier. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich möchte euch nicht bekämpfen, aber vor allen Dingen möchte ich die Troller da unten nicht bekämpfen. Die wird aber wahrscheinlich alles dran setzen, meinen Plan zunichte zu machen. Guck mal, wie die sich schon wieder anschleicht hier. Nein! Okay, das gebe ich mir jetzt nicht. Es sei denn... Oh, habt ihr das gerade gesehen, wie sie es noch versucht hat, diese kleine Mistmade? So, den könnte ich jetzt eigentlich noch schnell wegklatschen, aber ich habe gerade irgendwie keine Muße. Denn wir müssen auch irgendwie vorankommen. Man geht jetzt wirklich diesen ganzen Umweg... Nur für das Weiheschwert hätte ich gerade fast gesagt, aber ich glaube, das ist schon ganz gut, ne? Für jetzige Verhältnisse. Also ich habe, glaube ich, schon länger keine Waffe mehr so random in der Kiste gefunden, die für Seelan deutlich besser war. So, und was ist jetzt diese Tür? Das wird bestimmt so verknüpft sein. Das wird bestimmt so das Konzept dieses Dungeons sein, dass du immer... In jeder Etage, deswegen sind ja auch alle betretbar. Die sind bestimmt alle optional. Dann kriegst du da irgendwie einen coolen Schatz, kommst dann aber wieder in die andere Etage runter und kannst dann über den Shortcut relativ schnell wieder nach draußen. Ey, ich glaube, ich habe die Entwickler voll verstanden. So, dieses Rätsel verstehe ich jetzt aber bestimmt nicht. Nur ein Schalter ist richtig, die anderen sind nichtig. Oha, na dann.
So, was passiert denn, wenn ich jetzt den falschen nehme? Kommen dann Gegner? Oh, hä? Ich dachte, die Tür ist versperrt. Moment. Okay, ich gehe mal auf den linken. Okay, was möchte mir das Spiel jetzt sagen? Ich habe Noten gesehen hier auf dem Boden. Das wird wahrscheinlich irgendeine Relevanz haben. Hä? Aber hier habe ich auch nochmal Schalter. Ich blicke noch nicht so ganz durch, wie das miteinander zusammenhängt. Aber warte, ich gucke nochmal hier. Nur ein Schalter ist richtig, die anderen sind nichtig. Heißt das, ich habe jetzt den falschen, oder was? Ich könnte natürlich auch mal hier auf diese Dinger treten. Ach so, ich werde wahrscheinlich... ich habe eine Vermutung. Ich werde wahrscheinlich... Was ist denn hier überhaupt? Okay. Hä? Ich check das noch nicht so ganz. Also ich habe schon verstanden, dass man das hier wahrscheinlich irgendwie spiegeln muss. Ich fange mal mit dem an, weil das einfacher zu sein scheint. Es geht als Treppe nach oben bis auf das letzte. 2, 3. Aber ich komme hier auch gar nicht mehr rauf, ohne das ganze Ding zu resetten. Wie soll denn das... Okay... Und trotzdem bleibt die Frage, wie soll ich jetzt auf den letzten treten, ohne dass sich das resettet? Das geht doch gar nicht. Da bräuchte ich dann irgendwas, wo ich mich dann wieder zurückziehen kann oder rüberhopsen kann oder so. Oder das ist das, was der meinte, dass das eine halt gar nicht geht. Deswegen ist nur ein Schalter wahrscheinlich richtig. Ja, okay, vielleicht verstehe ich das doch. Warte mal, das heißt... ich muss jetzt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, von links nach rechts wäre das 3, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 4, 1, 5. Ey, das ist krass. Ey, guck mal, kann man viel unterstellen, aber das hier habe ich mir selber irgendwie ganz gut zusammengereimt. Ich meine, das ging ja nach Ausschlussprinzip. Das ist übrigens ein neuer Gegner. Weil, ja, das eine hätte halt gar nicht funktionieren können, behaupte ich einfach mal. Donnerbestie. Da sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Donnerzauber begegnen. Wir versuchen einfach mal Drache und gucken, was passiert. Ich bin eigentlich auch willens, ein bisschen mit meinen Zornattacken zu arbeiten, aber bei neuen Gegnern will ich erstmal sehen, was der Standardschaden so kann oder auch nicht. Prost. Ich glaube, Drache ist gar nicht die allerschlechteste Idee. Halte ich mal erstmal dran fest. Ich finde, die sehen so aus, als würden die auch kein Feuer mögen, aber auch das hat wahrscheinlich wenig zu heißen hier. So, aber nochmal zaubern brauchen wir nicht. Ich glaube, das sollte dann auch genügen. Ich glaube, die Grizzly-Viecher konnten aber auch Flächenangriffe. Also so ganz sicher sollte ich mich hier nicht fühlen. Auch wenn der Kampf jetzt hier relativ smooth vonstatten ging. So, der einzige Weg ist dieser hier. Na, ich bin ja gespannt. Wir konnten, wie gesagt, über die Außenleiter... Das ist schon wieder ein neuer Gegner. Wie geil ist das denn? Auch wenn das jetzt der Nachfolger vom Tengu ist und Tengu nicht mein allerliebster Lieblingsgegner war, eher so im Gegenteil, aber mal gucken, Steppenfuchs. Ich habe schon wieder Angst, bin schon wieder kurz davor, jetzt hier mit irgendwelchen Zornangriffen ums Eck zu kommen. Aber ich bleibe jetzt mal meiner Vorgehensweise treu und gucke erstmal, ob wir in einer Runde mit dieser Vorgehensweise... What? Okay. Keine weiteren Fragen. Die sind okay. Also wenn Donner so viel Schaden macht, dann kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Okay, das sind wieder... Ja, ich glaube, das konnten die Tengus auch schon. Wow, was? Ja, also entweder die Angriffe sind sehr effizient oder die tun denen gar nichts. So gefühlt. Das war ein sehr interessanter Kampf in vielerlei Hinsicht. Also ich hate sie jetzt aktuell noch nicht so sehr, wie ich die Tengus hate.
So viel kann ich schon mal festhalten. So, was war bei denen jetzt nochmal? Bei denen wollte ich jetzt mal... Genau, jetzt können wir uns hier mit Zornangriffen mal austoben. So, Götterschlag. Ist ja noch nie gesehen. Bomber. Von mir aus auch das. Warte mal, was hat das hier nochmal? Trifft einen Gegner. Ich versuch's mal mit Bomber. Und hier... Was waren bei denen? Da war Donner gar nicht so gut. Ne? Warum habe ich als zweiten Zauber eigentlich nicht Drache ausprobiert? Ich weiß es nicht. Himmelskraft trifft alle Gegner lichtempfindlich. Ja, nehmen wir auch mal. Lass uns daraus mal so eine kleine Experimentierrunde machen. Vielleicht kann Selan auch nochmal bei den ZP irgendwas reißen. Also wenn Maxim jetzt richtig viel Damage austeilt, dann wird Selan beim nächsten Mal... jawohl, ja. Dann wird... Okay, ich glaube, das war eine gute Idee. Okay, ja. Ich glaube, der Götterschlag hier ist ganz okay. Gegen die muss ich mir nur merken. Das wird mir bis zur nächsten Folge wahrscheinlich nicht gelingen, aber mal gucken. Jetzt muss ich eh erstmal wieder ein bisschen ZP sparen. Das ist nämlich erwartungsgemäß kostenintensiv. So, Heinz levelt hier auf jeden Fall auch ordentlich. Das gefällt mir. So muss das. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass ich meine herzallerliebsten Sog-Gegner hier nicht mehr habe. Ich habe den Namen schon wieder von denen vergessen. Die sind bestimmt zu schwach. Ich wette, die tauchen hier gar nicht mehr auf. So, warte mal, was hat denn Heinz jetzt überhaupt? Der ist schon auf 38, ey. Das ging aber flott hier. Na, ich sag ja, der Ort lohnt sich. Auch wenn er viel Nährboden für Flucherei und Frust anbietet. Aber er lohnt sich. So, zwei Türen und scheinbar zwei Schalter. Und etwas, was man wahrscheinlich wegbomben muss. So, warte mal. Was tut sich, wenn wir das machen? Nicht viel. Da geht diese Tür auf. Okay. Ach so. Hä? Ja. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber... Wir werden dafür bestimmt eine Lösung finden. Wie auch immer dieser aussehen mag. Warte mal. Zählt diese Kiste als vollwertiges Item, was einen Schalter imstande ist zu aktivieren? Hä? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses System verstehe. Oh, das sieht nach einer Mimik aus. Die ist doch, ja, die war anders gefärbt. Das hat man, finde ich, voll gesehen. So. Ja, Mimics, ne? Hm. Also in der Ahnenhöhle sind die Pest. Das sind die Hämorrhoiden im Videospielumfeld. Ich schwör's euch. Vor allen Dingen die blauen. Also ich habe da irgendwie ganz traumatische Kindheitserinnerungen dran. Ich weiß nicht warum, aber blaue Fresskisten, so heißen die hier, glaube ich, die waren damals schon ätzend. Und ja, die haben jetzt nicht allzu viel getan. Vielleicht habe ich mich damals auch einfach nur dumm angestellt. Ne, Moment. Aber das ist gut, dass wir dort jetzt rauskommen, weil dann weiß ich, ich muss irgendwas tun, um... Warte mal, ich versuche mal, das genau andersrum zu machen. Also das ist jetzt... Ja, das ist jetzt spiegelverkehrt. Hä? Warum? Okay, oh, das ist ein neuer Gegner. Und der bewegt sich ganz schön schnell. Bei so Riesenviechern denke ich mir immer, die sind voll lahm unterwegs. Aber der kann voll was. Guck mal, voll in die Ecke gedrängt. Ein Sargnagel. Na, unser Sargnagel wirst du auf jeden Fall nicht. Aber versuch mal dein Glück. Können wir uns ein bisschen austoben an dir. Den Vorgänger haben wir auch schon kennengelernt. Ich glaube, das ist die zweite Ausführung, die wir jetzt von denen sehen. Alleine können die nicht viel, aber die können, glaube ich, auch zu dritt auftauchen. So, ein sehr interessanter Aufbau bisher. Ach du Scheiße, von diesem Dungeon. Okay. Ich habe gerade ein schlechtes Bauchgefühl dahingehend, dass... Ey, was will der Zyklop da? So war das eigentlich jetzt nicht gedacht, dass du mir jetzt hier in die Quere kommst. Warte mal, dann kümmern wir uns erstmal um den Grizzly. Der ist harmlos. Genau, der ist nicht böse. Ach so, der holt sich seinen Zyklopenfreund noch mit dazu. Ja, das ist dann natürlich was anderes. So haben wir das jetzt ja aber nicht geplant, mein Freund.
So, warte mal, jetzt muss ich gucken, aber das Gute ist, Drache würde ich eh gegen beide einsetzen. Ich mache mal erstmal die Donnerbestie weg, weil die müsste nach einer Runde fallen. Und, ja, ich werde diesen Raum heute nicht mehr clearen können, aus Zeitgründen einfach. Und das macht mir Sorge. Ich bin nicht glücklich mit dem voraussichtlichen Schlusspunkt, den ich jetzt für diese Folge finden werde. Das stimmt nicht gerade nachdenklich. Vielleicht gehen wir heute ganz unkonventionell vor und werden Tatsache einfach mitten im Raum, inmitten von Gegnern, das Ganze beenden. Ist doch auch mal spannend, oder? Immer wieder was Neues in diesem Let's Play. Es wird nie langweilig. Man weiß nie, wann es aufhört und wo es anfängt. Na gut, wo es anfängt, wisst ihr ja in den allermeisten Fällen. Denn da gehe ich ja nicht offscreen groß auf Wanderschaft. So, diese komischen Steppen... Boah, das sind aber auch viele Gegner, mein lieber Scholli. Wir gucken mal, dass wir jetzt noch hier ein paar weggeklatscht bekommen. Und ein paar Minütchen gebe ich uns noch, aber... Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch der letzte Kampf sein. Ich bin, wie gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich jetzt daraus eine größere Aufnahmesession machen könnte. Aber ich werde mich dann die Tage dann auch mal ransetzen müssen und dann werden wir das eh finalisieren. Aber das hat euch ja nicht zu tangieren, weil am Ende habt ihr ja keinen Nachteil dadurch, ob ich da jetzt nur drei Parts am Stück aufnehme oder das immer so einzeln zwischen Tür und Angel mache. Außer, dass der Einstieg dann immer ein bisschen schwieriger ist, ne? Weil erstmal wieder eingewöhnt, zurechtfinden, was war gegen wen gut und so. Aber da sind wir heute relativ schnell reingekommen. Also es war nicht so schlimm, oder? Seid ehrlich. Es war okay. So, die nehmen wir uns jetzt aber noch. Geisterring gefunden. Jo, Geisterring. Hä? Nein! Das ist doch furchtbar. Okay, warte. Weg. Nee, ich will nicht das Item wegmachen, was ich jetzt gerade gefunden habe. Ich weiß nicht, was der wegmacht, wenn ich da jetzt auch weggehe. Warte mal, hier sind die ganzen Bälle. Wirbelball. Habe ich gar nicht mehr Eis- und Feuerball? Habe ich alle schon irgendwann rausgehauen, ne? Ich werde jetzt trotzdem irgendeins von diesen Dingern, weil ich die einfach nie verwende. Die werde ich jetzt wegwerfen. Was heißt denn jetzt? Was heißt denn jetzt? Sortieren? Weg. Achso, ich muss auch weggehen, um zu entscheiden, was dann weg soll. Okay. So, und wenn ich sage jetzt oder Wahl... Achso, nee, ich will nichts wählen. Also ich will den Geisterring wählen. Kann ich den jetzt getten? Habe ich den jetzt? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Okay, also nur als kurze Memo für mich. Ich muss auf jeden Fall... Boah, die Magieabwehr, die schießt aber durch die Decke. Wahrscheinlich bei allen jetzt. Aber eben auch mit entsprechenden Maluswerten auf der jeweils anderen Seite. Hm, ich finde, für Maxim rentiert der sich noch am ehesten, weil der in seinem ganz normalen Angriff dadurch keinen Nachteil hat. Hilfreich gegen alle Geister, zerstört Gegner in Sekundenschnelle. Ich glaube, er bekommt das jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass das keine Fehlentscheidung war. Und wo wir schon mal beim Thema unkonventioneller Schluss sind, ich werde jetzt hier den Part beenden. Und wir werden beim nächsten Mal erstmal gucken, dass wir ein paar Kapselmonsterchen füttern, einfach aus Platznotgründen. Dann werden wir die restlichen Kisten plündern, den Raum clearen und einfach ganz tiefenentspannt weitermachen und hoffentlich genauso gut vorankommen wie heute auch in der Folge. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!